Hi. 20-30% Rabatt auf alles. Slide zur Seite. 5 Rubine, was? Und die superschöne Magierüstung. AKA ein paar Pfeile. Aber 5 Rubine für 10 Pfeile? Merke ich mir, das ist nämlich echt gut. Sukira, danke für 7 Monate Treue. Super geil von dir. Gut, gerade bin ich voll mit Rubinen, aber alleine dafür hat es sich gelohnt, schnell an Pfeile dran zu kommen. Ist jetzt eigentlich der eine Gorone mit seinem Quellwasser auch irgendwo hier? Chillt er auch eventuell in irgendeinem Haus? In diesem Goronenhaus eventuell? Bist du der zufällig? Ich habe keine Flasche dafür. Ein Hylia-Schild für 210. Das ist schon teuer. Ich glaube, sonst ist ja auch niemand Neues mehr, ne? Ich habe auch erst im letzten Stream erfahren, dass man diese Häuser anscheinend rein kann. Pfeile für 40 Rubine. Ich weiß ja nicht. Gibt er uns wirklich ein Hylia-Schild oder ist es random? Jetzt ist. Ali, jetzt ist die Sache. Willst du für den Opa sparen oder soll ich das mit dem Hylia-Schild ausprobieren? Choose wisely. Das ist doch bei den Pfeilen aus. Was hat denn der Kleine? Ich glaube, oben der eine hat Lampenöl angeboten. Dann wiederum kann ich auch einfach ein Safe State machen und gucken, ob das wirklich das ist, was er sagt, dass es ist. Moment. Er verkauft wirklich ein Hylia-Schild. Aber da ich daran aktuell noch keinen Bedarf habe, kann ich ihn gerne erstmal noch behalten. Ach, normalerweise bekomme ich hier gar kein Hylia-Schild. Ah! Nun. Verkaufst du irgendwas Interessantes? Das ist eine sehr interessante Frisur, die der hat. Hi. Na gut, dann gehen wir eben noch anscheinend ein bisschen Geld irgendwo farmen. Irgendwo südlich der Stadt kann man doch sicher noch ein bisschen Geld kriegen. Ah, da ist der Gorone, glaube ich. Moment, gehen wir noch mal kurz zu dem Gorone. Vielleicht bietet er uns ja irgendwas an. Hi. Quellwasser für 20 Rubine. Okay, dann nicht. Langweilig. So, jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Geld. Och, Agneta. Ich weiß nicht, dass sie hier auch rumläuft.
Was braucht denn der dann nochmal, damit er da durchkommt? Zufällig Quellwasser? Ja, Quellwasser. Gut, das könnte ich jetzt machen. Hätte ich eine Flasche. Nur noch ein bisschen Geld hier aus den... Moment, konnte man die nicht als Mensch einfach werfen, die Dinger? Da kommt da was raus. Ja, ein Rubin. Nice. Wo guckst du hin? Ach, zu dem Vogel. Der droppt leider auch kein Geld. Droppst du ein bisschen Geld? Na, komm her. Ach, niemand hier mir Geld geben möchte. Das ist schon frech. Vielleicht, wenn ich da oben hinkletter. Oder die hauen mich hier gleich runter. Das kann natürlich auch gleich passieren. Kann ich da? Mich eingraben, cool. Hast du mal eine Mark? Nur die halten sogar gut was aus. Oh, und geben Geld. Na? Und die tun weh. Hilfe. Da wieder raus. Danke. Moment, 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 mein Rubin. Nein! Immerhin eine Truhe. Ja, alle Einwohner. Hilfe, ein Wolf! Agneta. Ach, was für ein süßes Hündchen. Na, geh raus. Agneta ist einfach ein bisschen mutiger als die anderen. So, irgendwas Cooles. So ein Huni vielleicht nochmal. Der Herzl ist auch okay. Wolf Camp, der war auch schon mal im Begriff von Bonk. Ja, man haut sich als Wolf ständig immer irgendwo gegen, weil er so ein bisschen unkontrollierbar ist. Meint ihr, die Vögel kann man gut mit dem Bumerang einfach vom Himmel holen? Naja, ich kann sie zu mir holen. Mehr auch leider nicht. Na gut, dann gehen wir hier auch erstmal wieder. Da habe ich schon was gesprengt. Schauen wir mal, ob da hinten noch was ist. Da ist der Wolf, da will ich nicht hin. Da könnte ich runterspringen. Können wir mal gucken, wo wir hier landen. Der Softlock-Wolf. Nee. Da ist eine Truhe. Schaffen wir es, da irgendwie hinzuspringen?
So schon mal nicht. Danke, Wolf. Beziehungsweise danke, Kamera. Bin jetzt gelandet. Ah. Wo wird mich hier der Vogel hinbringen? Schauen wir einfach mal. Wollen wir einfach eine Kombo zu machen. Mit ganz viel von den Viechern hier. Ganz vergessen, dass das Minispiel überhaupt existiert. Aber diese Kombo-Punkte geben echt einiges, ne? Ich glaube, jetzt habe ich schon mal eine Maximal-Kombo, ja. Nicht einfach jeden Quatsch holen. Schon ein bisschen mit Bedacht hier machen. So, bewegt euch doch nicht. Ich will euch nicht. Ich will nur die Dinger hier. Die Orangen? I guess. Keine Ahnung, wie viele Punkte man hier machen muss. Aber wir haben auf jeden Fall gut Punkte gemacht. Kürbisse. Ja, Kürbis ist gut. Nehmen wir Kürbis. So. War das gut? Das ist über 10.000 Punkte. Nimm das hier dafür. Oh, cool, ein Schmetterling. Wieder was für Agneta. Der zundere Vogel. Gibt es noch eine andere Belohnung dafür? Das gucke ich jetzt einmal kurz nach. Twilight. Princess Balloon Game. Ich muss die Erdbeeren für eine höhere Belohnung sammeln. Okay, wie viele Punkte muss ich denn dann da machen? Über 30.000. Da? Nee, ich muss nur einmal über 10.000 kommen. Ich kann ja trotzdem noch mal eine Runde machen und versuche nur die Erdbeeren zu kriegen. Aber ich meine, 10.000 Punkte war wohl auch schon die höchste Belohnung. Also am Anfang können wir die erstmal mitnehmen, für die paar Punkte. Bis ich zu den Erdbeeren komme. Jetzt nur noch Erdbeeren. Na, die war mir zu gefährlich. Wieso heißen die eigentlich Erdbeeren, aber im Englischen dann wieder Strawberries? Warum sind das Strohbeeren? Donk.
probieren wir das nochmal. Genau, und eigentlich sind Erdbeeren und nicht mal Beeren, sondern Sammelnussfrüchte. Weil das ganz viele kleine Nüsse in einem sind. Also sind Erdbeeren eigentlich Erdnüsse? Nun, schon, ne? Erdäpfel sind noch keine Äpfel. Und Pferdeäpfel sollte man am besten auch nicht essen. Mal gucken, ob ich jetzt durchkomme. Soll das ein bisschen besser passen, wenn ich die da oben auslasse? Oder auch nicht. Flügel ist doch zu breit. Die jetzt so knapp mit dem... Ach so! Also ich kann mit den Flügeln irgendwo gegenfliegen. Aber wenn ich mit den Flügeln was berühre, dann zählt's nicht. Ich würde aber gerne halt nochmal nach oben. Dementsprechend muss ich das Minispiel jetzt leider nochmal machen. Weil wenn ich nicht mehr hatte. So komme ich da vielleicht durch die Höhle durch. Indem ich mich einfach durchdashe. Dann zieht er ja mal die Flügel ein. Aber da. Okay, super seltsam. Da hat es jetzt gezählt, dass ich mit den Flügeln berührt habe. Vorhin bei der Erdbeere nicht. Oh shit. Jetzt habe ich die Kombo zerstört. Das sind leider jetzt ein paar tausend Punkte weniger. Mitnehmen und jetzt einmal durchdashen einfach. Da hat er die Flügel zu spät wieder eingezogen oder aufgemacht. Ja, die komme ich jetzt so wahrscheinlich nicht dran. Da kommt man ja auch wirklich schrecklich um die Ecke. Ich will doch nur wieder nach oben, weißt du, first try und danach, wenn man es ein bisschen besser machen möchte, schaffst du gar nichts mehr. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich den nochmal mache, er so, nee, nee, Idiot. So klingt das. Ich versuche gerade so ein bisschen herauszufinden, wie groß eigentlich die Hitbox von diesem Vogel ist. Also ich glaube, die Flügelspitzen gehen noch okay. Das hat komischerweise jetzt nicht gezählt. Das auch nicht? Hä? Ich verstehe diese Hitbox einfach nicht.
So. Weg hier. Oh Gott. Hoch da. Ja. Okay. Easy. Und da haben wir mal eben über 30.000 Punkte. Das ging ja dann doch ganz einfach. Mit einem Mal. So, kriege ich jetzt nochmal was Cooles oder so dafür? Geld einfach nur, okay. Ab jetzt ist nur noch Geld. Das ist wirklich nur 10.000 Punkte, war die Höchstbelohnung. Aber wir haben jetzt genug Geld für den Opa. So. Erstmal jetzt hier mal ein bisschen umschauen. Wir können davon an die Bomben rankommen. Nice. So, war hier vorne nicht noch die Viecher, die kämpfen wollten. Jetzt kann ich die doch sicher bekämpfen, oder? Ach so, sie kommen jetzt einfach nicht mehr. Habe ich jetzt auch verstanden. Dum, dum, dum. Cool, ist auch richtig. Das ist auch aus Ocarina of Time. Nocturne der Schatten, ja. Ich war mir nicht sicher, Nocturne der Schatten oder Requiem der Geister. Eins von beiden. Ich glaube, wir haben mittlerweile gefühlt schon fast alle Wölfe gefunden. Wir könnten uns fast jede Technik holen, hätten wir nur ein Schwert. So, was ist hier los? Als ob ich mich nicht hin zurückverwandeln kann, weil die Dame mich sehen kann. Frechheit. Ach, aber hier kann ich mich zurückverwandeln. Hier sieht sie mich doch noch besser. Die Sache ist, irgendwas konnte man hier noch Gutes angeln, oder? Ja, am Ende auch so, stehe ich vorm Schwert, denke mir auch so, nee, will ich jetzt nicht mehr. Puh. Jo, komm, angeln wir mal. Braucht man nicht ein Schwert für den Final Boss? Wahrscheinlich schon. Ich habe immer das Gefühl, da hinten war irgendwas zum Angeln. Gehen wir da einfach mal gucken. Irgendwie
hat das nicht funktioniert. Guck mal, wo wir einen großen Fisch im Wasser sehen. Komm, greif zu. Wieso lieben Japaner eigentlich Angel-Minispiele? Ich habe keine Ahnung. Aber in so vielen Spielen sind es ist einfach Angel-Minispiele, ne? Also wenigstens ein ziemlich einfaches Angel-Minispiel. Ne? Ein Hyrule-Barsch möchte ich behalten. Oh cool, das ist ein Regenbogen.